Ja, Mai, ist es schon wieder so weit? Wo waren wir denn letztes Mal stehen geblieben? Aha, die Brauerei ist ready. Es sind hier schon schön viele Bierkrüge vorhanden. Und dann können wir doch mal hier ein paar Orks anheuern. Das Böse hatte den ersten Ork angeheuert. Es folgte der alten Weisheit, Gewalt ist eine Lösung. Meistens sogar die einzige. So, eine Brauerei, Schatzkammer, Räume. Schatzkammer, also so richtig viel bauen können wir noch nicht. Die Schatzkammer ist schon riesig. Ein weiterer Ork trat in den Dienst des militärisch versierten Bösen. Die Horde ja. Und noch einer. Und gedieh. Und noch einer und noch einer. Nicht genügend Gold. Ha. Okay, und jetzt müssen wir die mal graben lassen. Oh. Irgendwo soll hier doch... Heuer drei Orks an. Ach so, okay. Gut, dann macht mal schneller. Die Zeit für einen Angriff schien gekommen. An der Oberfläche gab es ein kleines, kümmerliches Dorf, in dessen Schenke sich Abenteurer zusammenfanden und Mut antranken für ihren Besuch im Dungeon. Dieses musste zerstört werden. Wie kommt man da raus? Das stete Klopfen im Gestein hatte an der Oberwelt Gerüchte über einen neuen Dungeon aufkommen lassen. Eine Heldengruppe machte sich auf den Weg, um dessen Schätze zu plündern. Das ultimative Böse freute sich schon auf diesen Besuch. Oh oh. Hä, wie kommt man jetzt wieder runter? Da. Hä? Zerstört das Dorf der Allianz? Ach, hier, das sind Feinde in eurem Dungeon. Jetzt kapiere ich das. Entschuldigung, Leute. Da kommt. Du auch noch. Und du auch. Und hingeflatzt. Hopp, steht auf, ihr Maden. Haha. XP haben sie bekommen. Schön. Den haben sie auch weggenatzt. Die Helden wussten gar nicht, wie ihnen geschah, als plötzlich aus dem Nichts mehrere Orks auf sie zustürmten und sie niederstreckten. Diese Heldengruppe hatte ihren letzten Dungeon geplündert. Doch mehr von ihnen würden kommen. Ja, deswegen... Ach nee. Ah doch, jetzt einen haben wir noch bauen können. Aber das sind doch nur vier und hier werden fünf angezeigt. Ach so, da. Komm, die packen wir jetzt einfach mal alle. Und, wo ist das Dorf? Hier. Und, ach, darf man gar nicht. Hallo? Da vielleicht? Ah, jetzt hat. Haha, cool. So. Ah, geil. Das Buch nehmen wir mit. Na komm, holt euch das Buch. Genau, so geht es. Das Böse sieht man nur, wenn man direkt drüber ist, eigentlich. Komm, Angriff! Oh, die sind schon stärker. Komm, holt euch Erfahrung. Hodor, Hodor! Wieso ist das so leise? Die Sprache. Und dann gehen wir erstmal ins Wirtshaus. Und schnappen für unsere Orkis das Bier, was da gibt. Oh, da sind noch mehr. Eieieiei, aber die sind einfacher. Stopp. Angreifen, bewegen. Position halten. Und jetzt aber. Zerstört das Dorf! Mit einem genüsslichen Krachen brach das letzte Haus des Dorfes in sich zusammen. Ha! Hier würden sich keine Helden mehr treffen, um den Dungeon des zerstörungswütigen Bösen heimzusuchen.
Im Norden lag das Jagdschloss von König Robert. Hier würde das auf der Lauer liegende Böse endlich seine ersehnte Rache bekommen. Allerdings sah es verdammt gut bewacht aus. Vielleicht sollte es zunächst die Höhle im Westen aufsuchen, die von einem Goblin-Clan bevölkert wurde, und mit diesem verhandeln. Das machen wir doch gleich. Hallo, Goblin! Der Anführer der Goblins unterwarf sich mit Freuden dem ultimativen Bösen und entsandte zwei Goblins in dessen Dungeon mit einigen Plänen für einen neuen Raum, die Tüftlerhöhle. Dieser Raum wurde so schnell wie möglich errichtet. So, wie kann ich euch wieder zurückbringen? Hallo? Leute? Wir müssen jetzt erst wieder ganz zurücklaufen. Komm hierher. Da soll da rein. Es ist Zahltag. So, Tüftlerhöhle. Komm. Dieser Raum, der folgt sogleich. Na, zuerst. Stopp. Zuerst will ich mal die. Nein. Größer haben. Warum geht es nicht? Jetzt hat. Hopp. Schnoddis. Bringt das Gold zurück und dann auf geht's. Hier gibt's noch mehr zu tun. Ich will eine große Tüftlerhöhle. Eine geräumige, böse Festung. Ulak, der Entdecker. Der hat ein Level abgehabt, ne? Na kommt, jetzt geht erstmal was saufen. Ihr habt's euch verdient. Wie die Horde zurückkommt von ihrer Schlacht. Na hopp, noch eins. So, jetzt hat la. Gepfahrt. Die Tüftlerhöhle stand, doch noch war sie lediglich als Lager zu gebrauchen, denn es fehlte ein Arbeitsgerät für die Goblins des heimtückischen Bösen. Flux erstellte dies noch einen Bauomat in der Tüftlerhöhle. So, hier hinten schön quer, genau, damit man es auch sieht. Ein funkelnder neuer Bauomat zierte die Tüftlerhöhle des expandierfreudigen Bösen. Ein Goblin konnte hier gut arbeiten und Arbeitskisten produzieren. Es würde nun ein paar dieser Kisten benötigen, um eine Falle zu erforschen. Geduldig wartete das launische Böse. Schnelles Heilen. Die Homöopathie hält Einzug in euer Dungeon. Verteilt lustige kleine Zuckerkügelchen an eure Monster und lasst sie dadurch schneller heilen. Oder aber auch explodierende Schatztruhe. Komm, erforschen. Mal gucken, wie lange ihr braucht. Werkzeugkisten eine. Haben wir anscheinend schon gehabt. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Oh oh. Komm, Ulak, der Entdecker. Ihr werdet gebraucht. Der Goblin kann doch auch mit. Da sonst. Da ist noch einer. Hopp. Greif sie an. Attacke! Na, zum Glück kommen die ja noch nicht so mit so Riesenmassen hier an. Da geht es noch. So feige die Goblins auch waren, ihre Kreativität machte dies mehr als wett. Voller Stolz präsentierten sie dem tückischen Bösen den Plan einer hinterhältigen Falle. Innerlich bösartig lachend machte es sich schnell daran, diese zu errichten. Wie geht es? Hier, oder was? Nö. Hello. Nee. Komm, produziere Werkzeugkisten, Tüftlerhöhle. Neue Fallen?
bereits erforscht. Ja, aber wann stelle ich die jetzt auf? Das ist doch eine Falle. Ah. Alles klar. Ganz viele oder was? Nee, eine nur. Ist schon jemand unterwegs? Ah, hier. Nein, doch nicht. Du brauchst eine Kiste dafür. Sag ich mal. Ja, jetzt verstehe ich das. Also müssen sie sich zuerst eine Kiste holen? Nein, ich... Oh, was mache ich denn jedes Mal? Kuh. Und Räume verbessern. Wir könnten eigentlich noch eine zweite Arbeitsmaschine bauen. Dann kann der andere Goblin auch noch was erforschen. So, genau. Und du baust schön? Schneller! Schneller! Nya. Stellt eine Falle auf. Es war vollbracht. Die Falle war fertiggestellt und bereit, von einem Helden gefunden zu werden. Das wird ein Spaß. Erschien ein besonders schlagkräftiger Zwergenkrieger direkt im Dungeon. Es war zwar sehr merkwürdig, wie er denn plötzlich hierher gekommen war, aber als Versuchskaninchen für die Falle war er mehr als willkommen. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Tschüss, Batch.